Herzlich willkommen zur 10. Folge Let's Play Batman Arkham Knight. Es ist nun eine ganze Weile her, dass wir uns hier gesehen und gesprochen und gehört haben, aber ich bin wieder da, zumindest fürs Erste, und ich freue mich umso mehr, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Also lasst uns keine Zeit verlieren und einfach wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Denn, soweit ich weiß, sind wir immer noch auf der Suche nach Oracle. Die wurde entführt und wir müssen sie befreien. Als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Hier ist auch immer noch unser Joker. So, da hinten ist unser Ziel. Ich schaue noch mal eben nach, ob das auch noch ausgewählt ist. Ja. Mal sehen, was Nightwing über North Refrigeration weiß. Wenn ich den Pinguin finde, finde ich auch den Arkham Knight. In der Tat, Sir. Master Grayson wird Sie bedienen am Gebäude am Renada Fährhafen treffen. So sieht's aus. Deswegen, let's go. Als Fledermaus verkleidet man sich doch nur, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. So, wir suchen uns mal eine geeignete Landefläche. Das ist aber eine echt fiese Wolke über Ace. Hier unten befindet sich unser Ziel. Da waren wir auch zuletzt stehen geblieben. Und dann würde ich sagen, nichts wie hin. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobbleport ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Unterbrecher. Waffen- und Ausrüstungs-Sabotagefähigkeiten. Fahrzeugverfolgungssystem. Okay. Ich hoffe, wir kommen mit der Steuerung klar. Ist ja eine Weile her. Ich habe mich damit aber jetzt auch schon wieder ein bisschen beschäftigt, bevor ich hier gestartet bin, damit ich da nicht wieder von Null anfangen muss mit euch. Und ja, mal sehen, wie wir uns da so schlagen. Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen deaktivieren. So, okay, Unterbrecher auswählen. Wo ist der? Das ist der Unterbrecher. Okay. Ja, dann. Los, die erste ist umsonst. Wo ist der Haken? Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Okay. Magst du keine Gratiswaffen? Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers lassen sich Waffen deaktivieren. Okay, ich verstehe. Dann mal los. Einmal hier. Die Kiste steht unter Strom.
Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Zu meiner Zeit war das nicht so. Hier ist Nummer 2. Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Okay. Dann tu das mal. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Nein, was ist überhaupt passiert? Irgend so ein Typ hat sie auf den Tisch gehauen. Guten Tag. Was ist los mit dieser beschissenen Knarre? Ich dachte es. Du kennst mir nichts. Oh ja, diese großen Typen, ich weiß noch. Die wollen irgendwie nicht. Die wollen nicht tot gehen. Niederschlag. Okay. Kreis und Ding, keine Ahnung. Will irgendwie nicht. Naja, wir werden es einfach versuchen. Schlag fest dazu, du Freak. Du machst es mir zu einfach. Schlage, Muskel, da stand eben was. Es ist immer schwierig im Kampf, sich auf die Schrift zu konzentrieren, wenn man gerade mitten dabei ist irgendwie. Jetzt aber. Oder? Yes. Immerhin. So, dann schauen wir doch mal, was ist denn hier drin? Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Okay, an den Wagentür klopfen. Ich sollte den Laster lieber markieren, bevor ich die Männer darin aufschrecke. Okay, verstehe, verstehe. Gut, dann... Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Palim, palim. That's me. Die Bims again. Nein, 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 es ist Batman. Hau mir ab von... Okay. Kaffeenässe funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Heilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Ja, ich geb mein Bestes. Mal sehen. Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Noch bin ich dran. Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Fährt ja auch nicht gerade schnell, dieses Auto. Was soll ich sonst machen? Fahr weiter. Vielleicht lässt er sich abschütteln. Naja, also mit dem Tempo... Ich bin schneller als die. Wo sind die denn? Ich darf nicht zu schnell werden, sonst verliere ich die auch aus den Augen. Naja. Okay. Wohin diese Reise wohl führt? Ist euch jemand gefolgt? Batman hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Arsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Behalt euch lieber. Okay. Was
Was erkennst du von deinem Haus? Beute, die dich nicht mehr fürchten. Eine tote Stadt bereit für deinen Untergang. Ah! Naja. So, jetzt aber. Fahrzeug bewegt sich nicht. Okay. Gons Tochter wurde entführt. Ich hasse diesen Bullen nicht, aber das ist 43 Meter beziehungsweise 42. Aber wo genau? Wo müssen wir? Sie haben mich direkt zu Pinguins Waffendepot geführt. Okay. Öffnen. Machen wir mal. Das Rolltor ist verschlossen. Ich muss einen anderen Eingang finden. Das Dach ist schwer gesichert. Das ist die Schwachstelle. Die schwer gesicherte Schwachstelle? Dann einmal nach da oben. Problem. Batman? Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaube, diesen Müll mit dem Bündnis nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine Heidenangst ein. Ja, ich hab gehört, er hat irgendwas mit seinem Gesicht angestellt. Ziemlich fies. Mein Plan ist, so weit weg von Scarecrow zu bleiben wie möglich. Das würde ich dir auch raten. Wo ging das nochmal? Nee, das war's nicht. Aber hier. Benutzen wir mal das vielleicht. Was hat er mit seinem Gesicht angestellt? Wer? Scarecrow, verdammt nochmal. Hörst du mir überhaupt zu? Naja, das war so semi gut. Ich hatte es nicht so richtig. Ich wollte es anders machen, aber naja. So. Gerade out of ammo. Aber so geht's auch. Hab ihn gefunden! Hier drüben! Ja, wir kommen klar. Geht schon. Der Bereich ist sicher. Zeit, Cobblepot zu besuchen. Sehr gut. Okay, wo lang? Irgendwo unter uns. Noch weiter unter uns. Ja, wir müssen einen Eingang finden. Ah, oh, that's not good. Wie komme ich denn da weg? Ich will einfach nicht. Okay, ich werde sterben. Ich werde einfach sterben. Wow. Das war einfach nur Fail gerade. Laufe nicht ins rote Licht. Das solltest du nicht tun. Du bist alt, vorhersehbar und hattest nie eine Chance. Aber so kommen wir wenigstens nochmal in den Genuss von dieser kurzen Videosequenz hier. Naja. Ja, wie können wir die denn ausschalten? Auch mit diesem Unterbrecher. Könnte man versuchen. Aber, nee, sieht nicht so aus, weil sonst würde das ja gelb leuchten. Ja, dann bin ich einfach mal schnell und laufe da mal durch. Ja,
Das ist auch der Jokey. Der Jokey wieder. Komm schon, tu irgendwas. Du machst mich ja lächerlich. Okay. R2 und Kreis öffnen. Was? R2 und Kreis. Ja, jetzt. Okay. Was ist mit der Fledermaus? Batman. Sorge dich nicht um Batman. Den gibt's schon bald nicht mehr. Ja, er ist weg. Er ist ein Nichts. Ich hab's doch gesagt. Er konnte nicht mal mit den beiden in dem schrottigen Trakt mithalten. Er wird überschätzt. Egal. Er gehört. Ich hab euch was zu sagen. Wie ihr wisst, und es bricht mir wirklich das Herz, habt ihr mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen. Ich weiß, es war schwierig. Das ist der Pinguin, glaube ich, oder? Der Typ da unten. Wir sind verdammt reich. Ja. Genau, steht ja auch da unten. Ja. Habe ich gerade gar nicht so drauf geachtet. Wundervolles Geld. Und es gehört alles mir. Und unseren Teil? Keine Sorge, Junge. Du kriegst deinen Teil versprochen. So, hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Wir warten. Gebt einfach weiter Waffen an jeden Loser aus, der mit einer Handvoll Geld vorbeikommt. Die Abmachung mit Scarecrow gilt nur für begrenzte Zeit. Der Clown ist tot und Batman bald auch. Dann gehört Gotham uns. Und ich werde es mir nehmen. Ich will alles. Wenn jemand diese Stadt nur ansieht, will ich meinen Anteil. Dann töten wir den und die anderen, was? Two-Face hat in Arkham City meinen Bruder getötet. Er sollte tot sein, statt Banken auszurauben. Das ist aber nicht sehr nett, oder? Sie bezahlen uns nicht fürs Nettsein. Gib dem Mann eine Zigarre. Natürlich bringen wir den verdammten hässlichen Mistkerl um. Wir töten sie alle, Jungs. Naja, das ist ja mal ein ganz interessantes Versteck, was die da haben. Sieht irgendwie alles immer so cool aus. Es ist sehr detailliert irgendwie mit den ganzen Lichtern und ja, einfach viel zu sehen irgendwie. Auch mit dieser Halloween-Stimmung. Finde ich immer ziemlich cool. Ja. Mal sehen, wo es hier weitergeht. Wahrscheinlich muss ich da rein. Ich versuch's mal. Dann gehe ich jetzt nach unten. Heimlich, still und leise. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Komm schon. Okay, ja, wir sind wieder unterirdisch. Und ich sehe mich nicht wirklich selbst, aber Verhören, ja. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir hier am besten vor? Ich drücke jetzt einfach mal das, was hier angezeigt wird. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu einem Kerl namens Simon Stack. Ihm gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht. Wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt. Wir schießen, Batman. Fünf. Lass ihn los. Vier. Ja, wir machen nicht kalt, ist uns egal. Glaube ich. Lass ihn los, sofort. Zwei. Deine Zeit läuft gleich ab. Eins. Zu spät. Ja, ich kann. Weiß jetzt nicht, ob das so sein sollte. Ich habe ein paar Tasten gedrückt. Sieh mal eine an. Scheint nicht der Fall gewesen zu sein, dass das so sein sollte, aber gut. Bring mir jemand eine Säge. Machen wir das halt nochmal. Also ich habe eben versucht, mich zu bewegen oder irgendwas zu machen, aber es ist nichts passiert. Also, mal sehen. Ja. Wir können ja aber zum Glück auch diese Sequenzen überspringen. Von daher kann ich das ja jetzt einmal dann überspringen. Wenn das auch in dieser Sequenz funktioniert. Ich hab's doch gesagt. Er konnte nicht mal mit dem Bein. Psst.
Das wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Komm schon. Ich habe euch was zu sagen. Ja. Schöner Hintern. Lol. So. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er. Natürlich also kann man das nicht überspringen. Des Commissioners. Naja. Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu einem Kerl namens Simon Stack. Ihr gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art. Also ich weiß immer nicht, was das soll, ob ich da auch irgendwie reagieren muss, weil es tut halt nichts. Tue ich nicht, wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt. Wir schießen, Batman. Warum? Ich kann einfach nichts machen. Okay, ich versuche vielleicht mit dem Batmobil? Nee, auch nicht. Okay. Ich hab drei. Aber wieso? Ich kann nichts auswählen, ich kann nichts machen. Was ist das? Explosivding. Ich lass das. Ah! Nee, das will alles nicht. Ja, okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber umso besser. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest, Jungs. Ich habe meinen Schwinger perfektioniert. Seh zu und lernt. Wird seine Rübe direkt von dem... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Diesen Nightwing kenne ich eigentlich noch gar nicht. Sieht aber ganz cool aus. Den würde ich auch gerne mal spielen. Doppelt. Okay. Verstehe. Ah, und schon ist es soweit. Schon spiele ich ihn. Naja. Bin ich, glaube ich, wieder Batman. Du bleibst unten. Ah, das ist echt cool. Ja, der hat auch echt coole Fähigkeiten. Wie man sieht. Schon nice. Batman steht nur rum und denkt sich so, okay. Können wir vielleicht als Nightwing weiterspielen? Nein, das Spaß, ich mag Batman auch. Aber so ein bisschen länger die anderen Charaktere noch spielen zu können, wäre schon cool. Also ich glaube, es gibt ja DLCs zu diesem Spiel, da kann man dann ja sogar irgendwie zum Beispiel noch Catwoman oder so ein bisschen länger spielen, aber das ist auch irgendwie ganz anders dann. Also es ist nicht, hat nicht so eine Story und ist nicht so ausführlich, sag ich mal. Ich weiß aber nicht, ob man Nightwing auch auswählen kann. Also schaut mal, der ist schon irgendwie cool, oder? Der hat schon was. Okay, ja. Da müssen wir lang. Gitter öffnen. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht doch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Naja. So, Explosivgel, genau, das haben wir ja auch. Das bietet sich an. Wo war's? Ah, hier das. Genau. Dann. Mal sehen. Wir haben einen Haufen Sprengstoff und du hast Explosivgel. Man braucht nicht den weltbesten Detektiv, um auf die Lösung zu kommen. Ja, die Frage ist nur, soll ich das jetzt zünden, wenn ich hier drin stehe? Geht das dann nicht extrem hoch, dieses Ding da? Es sieht ein bisschen aus, als sei das sehr viel.
Dynamit oder was auch immer das da ist, aber ich spring das jetzt mal. Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats? Drück ab und du tötest uns beide. L3. Ja, ach so, ja. Du erwischt uns beide. Sag ich ja. Normalerweise würde ich gutes nicht. Geld für so etwas zahlen, aber wir haben wirklich keine Zeit. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber der hat ja auch gerade gesagt, der Joker, wenn ich jetzt abdrücke, dann sind wir beide dead. Also ist die Frage, muss ich hier erst noch raus, bevor ich das zünde? Aber reicht dann überhaupt die Distanz von dem Gerät? Rede mit Nightwing. Aber warum soll ich jetzt mit dem reden, wenn ich gerade... Na gut, ich mache einfach mal. Vielleicht sagt er mir ja irgendwie, lass verschwinden oder so. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Dick? Bruce? Okay. Well. Well. Na, was sagt man dazu? Das alte Team ist wieder vereint. Ja. Du solltest zu den Luftschiffen. Ich erledige das hier. Ja gut. Aber wo geht's lang? Das ist ja alles... Naja, dann... No risk, no fun. Wir zünden es jetzt einfach mal. Wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion eindämmen. Okay, wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion eindämmen. Welche Tür? Welche Tür denn? Wie soll ich die denn zumachen? Na, wahrscheinlich dieses Riesending hier. Okay, Tresortür schließen. Ja, die ist schon gewaltig, du. Bitte! Wenn die nicht was hilft, dann weiß jetzt? Ich auch nicht. Komm schon, sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Mache ich! Alfred helfen? Kein Problem! So. Ha, mit dem würde ich nicht dann tauschen. Dann würde ich mal sagen. Zünden wir mal. Ich sollte sie erst zünden, wenn ich weiter weg bin. Wow. Es will einfach nicht. Es will uns einfach nicht zünden lassen. Wie weit weg soll ich denn noch gehen? Jetzt? Geht's jetzt? Ja. Sehr gut. Und wir haben auch 2 Verbesserungspunkte erhalten. Darum kümmern wir uns aber vielleicht lieber später, weil mich da jetzt wieder durchzufriemeln, das kostet bestimmt ein bisschen Zeit. Also, nee, nicht jetzt. Okay. Soll ich jetzt hier raus oder? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich muss ich da hochklettern. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Yes. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja, ich schaff das schon, obwohl es schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Also, bereit für ein paar Joker-Einlagen? Das wird echt spitze. Sie werden das nicht kommen sehen. Ich werde... Naja, siehe und staune. Ja, wenn der nicht nur in meinem Gehirn wäre, der Joker, wenn er nicht nur imaginary wäre. Position halten und Feuerbefehl abwarten. Die Geschütze haben ihn im Visier. Geben Sie den Befehl und er ist tot. Okay, aktiviere die Sachgeschütze auf mein Kommando. 3, 2, 1, los! Ja. Wow. Das ist auch. Ja, ich hab gerade eine Idee gehabt, wie ich da vorgehe. Aber ja, dann war es schon zu spät. Haben wir schon ins Gras gebissen. Jetzt naja. Musst du vor nichts mehr Angst haben. Ich war übrigens erst vor wenigen Tagen im neuen Kinofilm The Batman. Ja, war ganz cool. Und ja, ist bestimmt auch ein kleines bisschen ein Grund, warum ich jetzt wieder hier bin.
und wieder angefangen habe, dieses Spiel hier rauszukramen, weil ich dachte mir, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Das passt doch ganz gut. Ein guter alter Hinterdarm. Ich kann noch nichts machen. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Okay. Ja, ich schaff das schon. Obwohl es schon ein... Perfekt! Feuer frei! Schießt alles nieder! Los! Hat er aber gut geschauspielert, der Joker. Ja. Dann noch darüber. Okay, und jetzt? Naja, explosiv geht es nicht das Richtige. Versuch's jetzt nochmal. Wie sollen wir hier bloß rauskommen? Ich glaube, das würde sogar funktionieren, aber ich... Ja gut, geht so. Wir haben aber nur 3. Und das sind doch 4, oder? 1, 2, 3, 4. Und... Aber kann ich da auch gar nicht auf diese Waffen da unten, auf die automatischen, kann ich die Dinger nicht abfeuern? Ich gehe nochmal darüber, vielleicht habe ich da ein bisschen bessere Sicht. Nee, aber schaut mal, die sind ja nicht gelb. Du kannst nicht die ganze Nacht da oben oder bleiben. Diesmal musst du dir was Neues einfallen lassen. Ja, egal. Also ich versuche das jetzt einfach mal trotzdem so. Oh, hier geht's wieder nicht. Ja, sehe ich wieder nichts. Sehe ich hier was? Warum? Ja, jetzt so geht's. Ich versuche es einfach mal. Eins. Hello. Steht im Weg. Es gibt doch sicher ein Bad Dings, das uns aus diesem Schlamassel raushelfen kann. Ja, siehst du? Komm schon. Du stehst im Weg, Junge. Mit Waffen? Naja. 2. 3. Ja, gut. Und den einen, das muss irgendwie anders gehen. Aber was, ja, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was das macht. Ob das schaltet das irgendwie aus. Ich bin sofort tot, wenn ich falle. Ja. Es muss einen anderen Weg geben. Was soll ich tun? Den ich noch nicht sehe. Vielleicht mit dem Batmobil? Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz ist ja zu vereiteln. Oft der Fall. Also scheinbar klappt das gerade auch. Ich weiß nicht. Immer wenn man nicht weiterkommt, dann hilft einem das Batmobil weiter. Du gehst. Du willst sie doch getan haben. War mein Fehler, das war's bestimmt du. Du bist die meine Schatze. Ich bin eher der Nahkämpfer. Seid wahr. Seid gerade eben. Ja, wir also warten auch wir hoch. Einfach, warten, was passiert. Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Wir das mal hier rum. Ach ja, manchmal wäre es schon schön, wenn einem im Spiel nochmal ein Tipp gegeben werden würde, irgendwie wo man lang soll. Aber auf der anderen Seite gehört das Rätseln vielleicht halt auch dazu, wenn man alles hier so schnell machen könnte, dann wäre es ja auch vielleicht langweilig. Ist halt nur blöd für Let's Plays, wenn man dann länger braucht. Aber naja. Ja, ich weiß halt echt gerade nicht. Oh, bin ich hier ein bisschen abgestürzt. Ne? Fahren wir nochmal hoch. Nochmal außen rum. Weird. Der Pinguin ist sicher schon lange weg. Ich schieß einfach mal, mal gucken. Na, geht auch gar nicht. Dann schieße ich halt nicht. Hier Falcon 3, wir haben ein brennendes Bett im Boden auf einem Dach in der Grand Avenue. Ja. Hinein gehen. Haben wir alles schon. Sieht halt auch, die Umgebung ist halt auch nicht gerade so übersichtlich, sage ich mal. Alles sieht relativ gleich aus und mit dem Regen erschwert auch nochmal die Sicht.
Mann, oh Mann, wo muss ich denn lang? Also ich würde... Ja, da waren wir ja auch schon eigentlich, also... Wenn er noch lebt, gibt es nur einen Weg da raus. Mann. Ja, gut. Das ist auch nicht... Sag mir doch bitte, was ich machen soll. Sonst komme ich hier nicht weiter. Stand da wieder irgendwas, was ich... Man hat also irgendwie... Sorry. Also da komme ich ja auch nicht rein. Ich kann ja mal drauf schießen, wenn es geht. Tut sich natürlich auch nicht. Also. Irgendwie müssen wir doch da drauf kommen. Schläger und Raunis sind vielleicht eine gewohnte Beute. Aber meine Armee besteht nicht aus. Am Ende ist es wieder was ganz anderes und wir sind hier völlig falsch. Mit dem Batmobil. Aber eigentlich sah das doch so aus, als ob das schon richtig sei. Als wir ihn umgeschaltet haben zum Batmobil. Aber gut, dieses Symbol da, das bin ja wahrscheinlich ich selbst, ne? Das ist ja nicht der Gegner. Aber wir haben ja auch eine Seilwinde, deswegen frage ich mich gerade, ob wir vielleicht mit der Seilwinde irgendwo hoch uns hochziehen können, aber dazu sehe ich auch nichts. Also ich schalte jetzt, glaube ich, wenn das... Nee, ich kann nicht mal wieder zurückschalten. Ich muss alle Einheiten der Miliz und die Geschütze ausschalten, bevor ich die Fernsteuerung deaktiviere. Okay, aber welch... Wo? Wie? Wie und wo? Ich muss alle Einheiten der Miliz und die Geschütze ausschalten, bevor ich die Fernsteuerung deaktiviere. Alle Miliz und die Geschütze... Wo sind die denn? Also, vielleicht sind sie tatsächlich auf der anderen Seite. Aber naja, das kann ja auch nicht sein. Ich wette, ich muss irgendwie auf dem Dach auf der anderen Seite. Das hatte ja auch irgendwas vorhin so angezeigt, irgendwie von so einer Dachansicht. Aber wie komme ich da hoch? Hier ist ja irgendwas. Vielleicht versuche ich es hier mal. Ja, das sieht eigentlich schon mal gut aus. Könnte das sein? Super, Scam. Wenn er noch lebt, gibt es nur einen Weg daraus. Druck. Einen sehr guten sogar. Okay, zum Zoom klicken. R3, das ist hier. Und dann würde ich sagen. Kann ich die Dinger auch erwischen? Ja, okay. Das war Nummer 1. Und Nummer 2. Sieht gut aus. Endlich geschafft. So. Jetzt schalten wir mal wieder um. Jetzt dürfte ich mich auch wieder fallen lassen dürfen können. Ja. Ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, ein auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleibe auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Okay. Wir haben ein neues Ziel, eine neue Mission. Und zwar lautet die, wir müssen zu diesen Luftschiffen. Und wir dürfen nicht unser Batmobil benutzen, weil wir im gegnerischen Gebiet angegriffen werden würden.
Wir müssen auf den Dächern bleiben und zu Fuß dorthin. Ja. Wir sind nun aber auch schon wieder bei 40 Minuten, glaube ich, fast angekommen. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Und ich hoffe, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lassen wird wie diese jetzt. Ich kann allerdings nichts versprechen, weil ich habe auch einfach nicht immer die Zeit. Am Anfang, als ich die ersten Folgen aufgenommen hatte, hatte ich da definitiv mehr Zeit übrig für. Jetzt leider nicht mehr so sehr, aber ich bin definitiv interessiert daran, dieses Spiel auch durchzuspielen, fertig zu spielen. Ich möchte auch, dass auf meinem YouTube-Channel dieses Spiel sozusagen abgeschlossen wird. Mal sehen, wie es noch so läuft, weil ich hatte es ja schon mal erwähnt, dieses Spiel geht angeblich 20 Stunden, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ich bin da jetzt gar nicht sicher, ob das da nur die Nebenmissionen waren, also quasi nur die Hauptmission mit den Nebenmissionen oder nur die Hauptmission. Deswegen ich ja auch schon mal gesagt hatte, dass ich mich auf die Hauptmission konzentrieren werde, dass es nicht zu lange dauert, dieses Spiel zu beenden. Vielleicht kann man dann eher hinterher nochmal die Nebenmission dranhängen, nach Bedarf, immer mal wieder so. Aber fürs Erste, ich finde es auf jeden Fall super cool, dass wir jetzt wieder schon mal den Anfang gemacht haben, hier mit dieser Folge wieder einzusteigen. Und ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank und hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns oder was auch immer bei der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis dahin. Und bis bald, hoffentlich.